Der Urlaub in Cesenatico geht für die Feuchtgrubers langsam zur Neige. Grund genug, einmal zu Hause anzurufen, weil Zugefrau Svetlana im Moment durch die Feuchtgruberwohnung wischt, dass für die Heimkehrer alles blitzt. Mein Alfi, wenn ich mir das so schaue, du brauchst ja dringend neue Klapperletten. Wieso, Roswitha? Die tun's doch noch eine ganze Saison. Ha, schau, da ist die Telefonzelle. Geh du zuerst. Nein. Von mir aus. Ist das warm. Ja, mei, ist das eng. Geht druck? Ja, jetzt bin ich gleich drin. Ja, jetzt. Oh. Ah. Mensch, das ist ja Wahnsinn. Ah. Das ist ja so heiß wie in der Hölle. Schaufelradbagger. Roswitha, das hat jetzt nicht gestimmt, da war was faul. Stimmt, da hat uns einer die Hölle versaut. Sowas. Gib mir mal die Zitrone. Also? Okay, wähl. Mhm. Und dann nochmal 870 45. Ah, ist das heiß da, Herrschaftszeit. Jetzt bin ich gespannt, ob's da ist, die Pfiedlerner. Das war ja ausgemacht, nicht wahr? Die müsste schon lang dran sein. Und? Immer noch nix? Na, tut macht's. Weh, die hat meine Geranien verrecken lassen. Oh, Pfiedlerner, Herrschaftszeit. Jetzt schalt sie eh gleich den Anrufbeantworter ein. Kann ich jetzt reden, Alfie? Ja, aber erst in der Pieper. Ja, der war schon. Ja, dann red los. Hallo, das ist ein vollautomatisierter Anruf. Beantworter von Philipp, Holdi, Alfons und, Ja, du auch noch. Roswitha, Feuchtgruber. Wir sind momentan nicht zu Hause. Sag mal, wo wir sind. Ja, natürlich nicht. Wir sagen aber jetzt nicht, wo wir sind. Weil wir wissen es ja selber nicht. Weil wir es ja selber nicht wissen. Noch einen schönen Tag, Rosel. Danke. Das war's. Ja, und das war's dann. Na, Herrschaftszeiten, was das wieder kostet, diese ellenlangen Texte. Gib mal den Hörer, Rosel. Da. Fedlana, hier spricht Alfons. Jetzt geh einmal hin, wenn du das Hören tuhust. Geh mal an den Apparat. Hallo. Fedlana. Wir tuhen vom Ausland anrufen. Rosel, schmeiß einmal ein Chetuni nach. Hallo, Chef. Und? Ist Urlaub schön? Ja, ja, alles bestens. Und bei uns daheim, alles okay? Alles tippa-toppa, Chef. Ganzer Tag Putze, Buka, Biegel, Staub, Dreck, Speck, alles weg. Gucke in alle Ritze, mache Schmutz, Dreck weg. Alfie, frag's einmal nach die Geranien. Ja, Fedlana, Rosel schmeiß nach. Ich hab keine mehr. Was? Fedlana, was ist denn mit den Geranien von meiner Frau? Franje, Gerans, Kove, Bokuschel, der Puschli. Der scheiß Geranien sind mir leider alle komplett verreckt, weil... Aus. Keine Zitrone mehr. Keine Zitrone mehr. Nein, aber dafür alles okay daheim. Und was ist mit den Geranien? Ja, alles im grünen Bereich, Roswitha, meine Schnurzermauser. Die Blumen sind alle in einer Top-Verfassung, weil sie hat es ja gar nicht mit sich.